auch so enttäuscht. Hast du schon einmal das Licht an? Bitte. Ja, und mir ist die Maus. Aber nicht so künstlich, ja. In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. 31 Grad heute. Aber jetzt ist es 17:20 Uhr. Man hat einen Garten, Pool aufgebaut. Genau. Was ist denn hier drin? Achso, hast du schon ausgewaschen? Ja. Okay. Haben wir schon ausgewaschen. Hallo, Freunde. Hallo, Fans. Nicht so künstlich, ja? Ganz natürlich. Ja? So. Ist gut. So. Wir waren heute beim Action. Und wo war ich noch? Ach, bei Rossmann waren wir auch kurz drin, aber nur. So, beim Action haben wir etwas Kleinigkeiten gekauft. Einmal diesen guten, tollen Behälter mit wie viel Liter Flüssigkeit? 2 Liter? Würde ich sagen, ne? Das können auch schon sein. Nee, sind 2 Liter. Ja. Nee, wir sind 2 Liter. 3 Liter, 2 Liter, muss ich mal gucken, wie viel Liter. Auf jeden Fall habe ich den mitgenommen hier mit so einem Hahn und ja, da will ich dann, weil die Waterdrops schmecken ja nicht, da mache ich dann Wasser mit Zitrone und Gurke und Minze, so richtig schön mit frischem Wasser. Und da will ich jetzt einen Kopf kriegen, ein Bier. Ein Bier? Der ist doch frisch gezapft. Dann. Ich mitgenommen einen, beziehungsweise wir einen Mini-Fan. Ach, der hat einen Saugnapf. Einen kleinen Ventilator. Hm? Schere? Eben lag hier noch eine Schere. Ja, hier. Mit USB-Funktion. Für meinen Schreibtisch. Nee. Ach Gott, den kannst du so nehmen. Ja, du musst erstmal aufgeladen werden. Mit USB-Funktion, aber USB-Kabel ist nicht dabei. Nee, das wirst du ja selten dabei haben. Aber kann man davon ausgehen, dass man USB-Kabel hat zu Hause, ja? Würdest du es ja wahrscheinlich eher nicht kaufen. Den kann man dann so hinstellen. Zeig mal. Nee, ist nicht. Ist nicht mehr Sau. Nee, so. Steht aber zumindest stabil. Ja, es steht da. So steht da. Ich muss den dann mal gucken, wo es denn hier ist. Da kannst du auch Batterien reinmachen. Kann man auch Batterien, ja. Auch, sowohl als auch. Mhm. Naja. Mhm. Ja. Und da oben kommt der USB rein. Genau. Und ich habe ja an meinem Schminktisch die Lampe von der Martina, da ist ja ein USB-Dings dran. Mhm. Dann habe ich mir noch mal Cotton Pads mitgenommen zum Abschminken, die großen, 40 Stück. Dann haben wir mitgenommen 16 Water, 2,79 geht aber, 16 Stück. Wollen wir gleich mal reintun hier? Ja, kannst du gleich mal reintun. Dann haben wir mitgenommen 2 oder 3 Mal, muss ich mal gucken. Genau, Beth WC Jungle, kann man hier eigentlich, ist hier irgendwo nur hochgucken, weil die kann ja eh nicht riechen, aber Jungle, riecht das irgendwie? Hm, ja, also nach Klo. Ja. Jungle und immer hier Zitrone. 2-mal Jungle, 1-mal Zitrone. Na, kriegst du es. Dann so, die Quartette, dann habe ich mir mitgenommen, weil ich ja wieder immer alle und so verlege.
Hast du das dir auch angeguckt? Hast du durchgeguckt? Ja, 2,50. Ich hab ja nicht gesehen, dass du da... Drei Brillen. 99 Cent eher so unterwegs zum Lesen. Und hast du nicht gesehen? Ja. Drei Stück. So, Deli, hast du? Ja, nur bleib doch mal ganz locker. Mach doch einfach weiter. Achso, dann habe ich mit dir noch... Ach, das ist für Jason, das Glas. Mit 79 Cent. Heike für Jason mitgenommen, genau. Mit Strohhalm. Genau, Teig für Jason mitgenommen. Oh Gott, da kommen gerade drei rein. Aber ich glaube, die sind zu groß. Was ist denn? Eigentlich, ach, kommen da kleine rein? Da kleine rein, ja. Das war das nicht. Echt? Ja. Okay. Haben wir noch kleine? Doch, ja, haben wir mitgenommen, ne? Ja. Dann habe ich mitgenommen, beziehungsweise wie hier. Intex. Das sind so kleine Kissen, die man aufpusten kann. Ich habe mir so gedacht, wenn wir im Garten auf unseren Liegen sind, die haben ja immer nicht so, so gepolsterte Kissen. Mit Oberteil meine ich. Und Nike, die kamen über 80 Cent. Irgendwie so. Und ja, die muss man aufpusten. Ich kann ja mal rausholen eins. Aber sie sehen sehr stabil aus. Also die sind schon groß, ja. Kann man aufpusten. Gerade wenn man so am Strand ist und so, weißt du? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Davon habe ich zwei Stück haben wir mitgenommen. Dum. Naja. Zwei Stufen. Ach so. Okay. Doch, ist gut. So, gerade wenn ich auf dem Tisch am Schminken bin, der ist auch nicht so laut. Doch, alles gut. Wie gesagt, von diesen Kissen zwei Dono haben wir mitgenommen. Ach ja, genau. Zwei so eine Kleen, die kann man hier irgendwo... Aber ich verstehe den Sinn nicht. Habe ich drei Stück mitgenommen. Einen kriegt Jason, einen für die Nachbarin und einen für uns. Okay, ich auch nicht so ganz wirklich. Aber gut, wie soll ich das so hin? Wirst du so ange. Ja, oder so, aber naja, für 1,22 Euro. Was willst du dafür verlangen, ne? Ja, komm. Ja, gut, aber eine Wind macht er ja, ne? Ja, er macht gut Wind, also. So, dann hatten sie. Ach, hätte ich so gedacht, wie sie so. So, 1, 2, 3, 4, 5er Pack. Kekse, doppelseitig, also doppelte Kekse für 98 Cent. Habe ich mir gedacht, wenn wir unsere Pakete so verschicken, dass man immer so ein bisschen so Leckerli mit reinpackt. Also, weißt du? Ja. Habe ich wohl so gedacht. So haben wir uns so gedacht. Und dann habe ich mitgenommen, habe ich gesehen, diesen Jade-Roller. You must have, oh, jetzt spreche ich wieder Englisch. You must have beauty secret. Fürs Gesicht und so, zum, wenn man Creme aufträgt, zum. Das ist ein Pinsel. Nee, kein Pinsel, Schatz. Ach so. Ein Jade-Roller. So ein Einroller. Oh, ist ja kühl. Oh, kühl, guck mal. Oh. Das ist, ein komisches Gefühl. Boah, also wenn nass ist, ne? Oh, geil, aber. So pretty. And nice. Oh, I like it. Ist gut. So pretty. Oh, wonderful. You like it? No. Lacht er auch. So, das war bei Action. Action, ist das Englisch oder soll ich Aktion sagen? Oder ich weiß es nicht. Na, da heißt auch Action. Action. Dann waren wir kurz beim Rossmann drin, weil wir eigentlich Schmierseife brauchten. Schmierseife, ja. Also. Und du bist, bin ich bei DM gewesen.
letztes Mal bei, also bei wie heißen die? Ulrich waren. Da ist auch am Donnerstag. Da ist ja auch DM in der Nähe und da hat, war ich schon, da waren wir die Woche vorher auch schon da und da hatte mir der Verkäufer gesagt, ja, das kommt nächste Woche. Ja, habe ich gedacht, naja, okay, kommt nächste Woche. Und wer kam nächste Woche? Keine Schmierseife. Keine Ahnung, nur der Verkäufer. Der war auch noch nicht mal da. Ich konnte ihn also auch noch nicht mal an Kragen fassen. Nein, also ich benutze Schmierseife, um unseren Fußboden zu wischen. Diesen Tipp habe ich von Illes Schwester bekommen. Echt? Die macht das auch immer. Und ich muss sagen, es ist erstmal um einiges preiswerter als Laminatmittel. Und hat denselben Effekt. Gut, es riecht vielleicht so ein bisschen nach Seife. Ist ja auch Schmierseife. Aber mich stört das nicht so weiter. Nee. Es riecht frisch nach Seife und macht sauber und macht keine Streifen. Man darf nicht zu viel nehmen, aber auch nicht zu wenig. Ja, und dann passt das. Ne? Aber wie gesagt, also auch bei Rossmann keine Schmierseife gehabt. Bei Action auch nicht. Und ist wahrscheinlich wieder so ein Hype, so wie Klopapier. Ich weiß ja nicht, muss man ja mal drauf. Das müssen wir mal etwas näher beobachten. Was sagst du immer? Eruieren. Das müssen wir erstmal eruieren, wie das so weiterläuft. So, dann habe ich bei Rossmann habe ich mir diese Styling Sorbet geholt. Das ist aber ein Dessert. Sorbet. Ja, ist ein Dessert, ist ein Sorbet. Und ja, erstmal für Haare stylen. Aber ich will nicht zu essen. Aber ich habe in erster Linie mit dem. Die kommt über das Sorbet nicht hinweg. Für meine Augenbrauen. Ja, bitte keine Kommentare über meine Augenbrauen. Ich weiß, dass sie zu dunkel sind. Aber ich habe mich jetzt gerade dran gewöhnt. Aber die wachsen, die Seite wächst ja gut, so eine Oma. Die hier, das sieht immer aus, als wenn ich eine Dauerwelle drin habe. Ja, da muss ich natürlich dazu sagen. sie kam den Tag aus dem Badezimmer raus und. Nein, sie ging andersrum. Sie ging ins Badezimmer rein und sagte, ich sehe eigentlich aus wie Weigel. Wie Weigel. Wie Weigel. Und sie kam aus dem Badezimmer wieder raus und ich kam um die Ecke geschossen. Ich sage, hallo Weigel! Also das Sorbet, also kein Nachtisch. Nee, okay. Styling-Sorbet. Aber ich will versuchen, mir vielleicht meine Augenbraue, die hier, die so querfeldbeet wächst, also wie so eine Dauerwelle. Denn ja, zu stylen, so ein bisschen Ruf zu machen und das so hinzulegen, dass es auch so liegen bleibt. Und deswegen habe ich das 1,99 oder so ich das mitgenommen. Nur deswegen. Und für die Haare. Ja. Wir wollen uns ja die Haare ein bisschen anders machen. Ich habe ja... Ja, ich soll wieder Versuchskaninchen werden. Direction-Mehl kauft, etliche Farben. Ich sag euch, das wird nichts. Jedenfalls habe ich das mitgenommen. Und dann haben wir noch gekriegt von der Wanna Be Honey diesen Honigprimer. Da habe ich eigentlich bis jetzt nur gute gehört. Und deswegen habe ich mir den mitgenommen, Honey Primer. Und ach, wie sieht nicht, riecht das nach Honig? Also, soll ich mein Glas Honig holen, damit du weißt, wie Honig riecht? Aber er ist sehr feuchtigkeitsspendend. Mal gucken. Also Honig riecht anders. 3,49 oder so, aber habe ich mir gedacht, damit mit. Oh, das ist richtig angenehm kalt. Geil. Was ist denn das für ein Stein? Jade. Ach, das ist ein Stein. Jade Stein. Ja. Stand drauf. Achso, ist der andere auch? Der andere ist auch. Ist auch Jade. Ja. Und ich habe mir mitgenommen, aber nur weil ich die Verpackung so niedlich fand. Hier dieses Lip Balm. Ist ein Lip Balm. Das soll eine Krebsfrucht sein. Sieht eher aus wie eine Orange, oder? Soll die auch so riechen? Ja, riech mal. Ja, so also gut. Ja, man muss ja durch die Nase, im Mund muss man das ja so. Ja, doch, ja, es ist fruchtig, sag ich mal so, ist fruchtig. Mhm. Ist fruchtig. Es riecht fruchtig. Der Honig. Er riecht komisch, also. Ja, wie Honig riecht er nicht?
Nicht? Nee. Ja, also, obwohl alle gesagt haben, sie sollen ein bisschen nach Honig riechen. Ja gut, ich meine, vielleicht sind unsere... Aber egal. Groß. So, das war jetzt unser Action- und Rossmann-Haul. Und jetzt müssen wir... Ich muss es leider nochmal ansprechen. Unser letzten Video... Überraschungspaket. Da war ja so ein netter Kommentar von wir wirken gekünstelt, wir haben keine Mimik, wir haben keine Gestik, also wir wären nicht so wie sonst. Wir wären ja künstlich, also nicht also praktisch aufgesetzt oder wie auch immer, also keine Ahnung. Wie ihr seht, mit unserem Denglisch und Englisch und... Wie ihr seht, ist Ille sprachlos. Ja, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Wenn dein, ich hab's dir aber auch kommentiert, wenn dein persönliche, deine persönliche Wahrnehmung ist, dann ist es so, aber unterstell uns bitte nicht, dass wir künstlich sind. Wir sind mit Sicherheit nicht künstlich und wir... Oder gekünstelt oder unecht oder... Wir spielen das nur Leute, die uns regelmäßig sehen und die uns wirklich schon lange verfolgen, wissen, dass wir so sind, wie wir sind. Ja, mein, und mal ist es so, mal ist es so. So. Mal haben wir ein Clowny-Frühstück, mal haben wir kein Clowny-Frühstück, mal fehlt die Flair an Mimik oder Gestik. Aber unterstell uns nicht, dass alles gekünstelt ist. Also die Freude ist echt und wir müssen haben... Und, ganz ehrlich, haben wir gar nicht nötig. Warum sollen wir uns verstellen? Wir sind, wie wir sind. Und wir müssen uns nicht hier vor der Kamera setzen. Ah, es ist toll, es ist schick. Nee, es ist echt. Und wenn wir uns darüber freuen, dann teilen wir unsere Freude mit. Und wenn bei dir die Wahrnehmung, wenn bei dir die Wahrnehmung ist, dass es gekünstelt ist, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Dann hast du... Eine andere Wahrnehmung. Entweder gönnst du uns das nicht oder keine Ahnung, aber mit deiner Wahrnehmung stimmt etwas nicht. Jetzt bitte ich euch, unsere Zuschauer, die uns immer sehen, schreibt mir bitte unter diese Kommentare, ob ihr genau das Empfinden hattet im letzten Video im Überraschungspaket, dass es gekünstelt war. Also da bin ich jetzt echt überrascht, wenn ihr genauso empfunden habt. Und bitte seid ehrlich. Ja, wir sind ja auch. Ja, wir sind so. Ja, also wir haben, warum sollen wir künsteln? Warum sollen wir was darstellen oder was nicht ist? Wir sind so, wie wir sind. Das ist einfach so. Und wir können nicht immer ein Clowny frühstückt haben. Nö. Ja? Seid ihr jeden Tag gleich? Nee, seid ihr nicht. Aber das ist jetzt auch keine Rechtfertigung, sondern einfach, ich mag es nicht, wenn man uns unterstellt, dass es gekünstelt ist. Und das weisen wir ganz stark von uns. So. Wir sind, wie wir sind. Ja, wir sind, wie wir sind. Wir sind echt, wir sind, es ist so. So wie es ist, ist es, ist real. Da könnt ihr uns, was wirkt Mikro an? Natürlich. Da könnt ihr uns hier besuchen kommen, wir sind so, fragt doch die Jenny, Jenny Schlosser, die hat uns schon live erlebt. Jenny. Sind wir in den Videos anders wie hier zu Hause? Sag's bitte, wenn du das Video sehen solltest. Ja. Wir sind, wie wir sind. Es ist nun mal so. Ja, ja und es, wie gesagt, es gibt auch mal Tage, wo es eben halt nicht so... Ja, genau. Wie Ille sagte, haben wir nicht jeden Tag einen Clown gefrühstückt. Ja. Nee. Das ist immer Situationskomik, ist das. Ja, es ist Situationskomik. Die Komik entwickelt sich aus der Situation heraus. So. Wir schreiben keine Drehbücher. Das ist alles... Real und that's live. Oh, das ist wieder Englisch, Entschuldigung. Sollten wir vielleicht doch Drehbücher schreiben? Ja, nee, mag ich ja nicht. Manche schreiben ja richtige Skripte. Nee, it is real, so wie it is, is it. Ja. Vielleicht gucken wir uns deshalb auch so gerne, weil wir real sind. Weil wir nichts gestellt, nichts, es ist so wie es kommt, kommt es. Ja. Und wenn das deine Wahrnehmung ist, ist es deine Wahrnehmung. Aber bitte unterstell uns sowas nicht, weil... Gut, okay, das wollten wir eigentlich nur mal loswerden. Und jetzt werden wir uns weiter um unseren Enkel kümmern, denn der ist nämlich hinten im Schimmer und spielt. Und ja, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und macht das Beste draus, bleibt gesund und... Die bleiben doch immer gesund. Bleibt gesund, ja. Die bleiben doch immer gesund. Bitte keine Kommentare über meine Augenbrauen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es.
Ne, die macht ja jetzt Sorbet drauf, ne? Dann geht das bestimmt ein bisschen besser. Okay, Schatzi. Ja. Was sagen wir? Sagen wir was? Naja. Na, okay. Wir sagen jetzt. Tschüss. Nichts, keine Kommentare über meine Augenbrauen. Bitte, bitte nicht. Ach. Ich weiß es. Da kommt Sorbet drauf. Tschüss.